Ja, könnte ich doch mal machen. Ja, das wäre doch eine Idee. Das läuft ja auch auf deinem Laptop. Ja. Ich schleiche mich von hinten heran. Falls ihr es nicht erkennt, dass das auch ein Templer ist. Templer können im Spiel auch durchaus anders aussehen. So. Zack. Das hast du aber nicht erwähnt. Templer können zwei Arten von Aussehen haben. Eiskalt. Wirklich, Onkel Daniel? Ja. So. Patze, ich erkläre dir das jetzt mal. Ich habe mich verlaufen. Ich erkläre dir das mal. Also als erstes habe ich mich verlaufen. Scheiße. Ich bin falsch abgebogen. Hä, wo muss ich denn da hin? Ach, ich muss geradeaus weiter in die Richtung da. Scheiße. Also es gibt einmal die Templer, aber dann hätte ich den Templer nicht gefunden. Also hat's ja auch seine Vorteile. Also es gibt einmal diese Templer, die gehören zu den Kreuzrittern dazu, ja. Das sind da diese Templer, wie ich jetzt gerade eben einen umgebracht habe. Die sind sehr selten und sind eher so in Richtung Akkon unterwegs, weil halt da die Armee der Kreuzritter so umherpirscht. Ja, und dann gibt es halt noch die Templer, die haben diese Kastenhelme, diese, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall sind das so die Standard-Templer, also. Nicht? Hat sich ja voll lame an, Mr. Daniel. Ah. Was halt für ein Gerücht? Das da sind, ne, Moment, stopp. Ein SSR. Ja, ein SSR. Du hast schon richtig gesehen, Arschloch. Ein SSR. Ein SSR, der dich gerade mit einem Dolch abgestochen hat. Yay. Man Dan sollte Green, es. sei doch nicht so nervös. Hä? Dan Green. Dan Green? Voice Actor. Also. Yay. Oh no! Bla 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 bla, Leben, Leben, Leben. Deine Mutter, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast, was für irgendwas Dämliches. So, da haben wir ein Pferd. Dann geht's jetzt mal ein bisschen schneller weiter. Nachdem ich durch dieses Tal unauffällig durchgepilgert bin. Ach, das hier ist die Grenze, merke ich gerade mal so. Ist mir gerade nur so aufgefallen, dass das hier die Grenze ist. Ich bin die Rache Gottes. Oh, die haben wenigstens mal neue Sprüche im Gegensatz zu diesen anderen Typen. Ich bin die Rache Gottes. So, auf geht's in die abgefuckteste Stadt im ganzen Spiel, und zwar Akkon. Akkon, das kommt mir so vor, als ob die da irgendwie alle unter so einer Krankheit leiden und da so voll Armut herrscht und so ein Scheiß. Die Stadt Akne. Akne. Aber warte mal. Ah, ich wollte gerade zeigen, hier war da noch ein Turm. Ich bin nicht verletzt. Aha. Das sieht jetzt wirklich cool aus, wenn man dieses Adlerauge anmacht und auf dem Pferd sitzt. Sieht man nämlich den Kopf vom Pferd so aus der Ego-Perspektive. Aber es bringt halt nichts. Ja. Was ist mit mir, du Narr? Du kommst jetzt dran, du Opfer. No. An wem soll ich mich stellen? Meinem göttlichen was? Ich weiß nicht, wovon die Typen reden. So, liebe Zuschauer des Let's Plays, es ist geschafft! Wir haben alle Türme in der Zwischensphäre erklettert. You did it! Also noch nicht ganz. Ich bin gerade noch am Hochklettern, aber sobald ich oben bin, haben wir es geschafft. Dann sind alle Türme in der Zwischenwelt erklettert. You did it!
Das ist so wunderschön, wenn dieses Geräusch kommt und diese Kamera dann so rumschwenkt. Das, was ihr da vor uns seht, das ist ein Lager. Und in diesem Lager ist so ein Loch in der Mitte, so ein Loch, wo so Leute reingeschmissen werden. Das ist voll lustig. Das würde ich euch jetzt zeigen und würde vielleicht auch mal einen reinschmeißen, aber da habe ich jetzt leider keinen Bock drauf. Als unnötig ist. Oh, zeig's bitte, zeig's bitte. Ah, sehr gut. Manu. Da muss ich mich jetzt extra in dieses Lager dort begeben. Ja. Irgendwelche Opfers umbringen. Denkst du, du kannst mir davonlaufen? Ja. Du Opfer. Boah, hier sind so viele Gegner, das gibt's gar nicht. Und da seht ihr, das ist ein Loch. In dieses ein Loch kann man Leute werfen. Ich möchte euch das kurz mal demonstrieren anhand. Oh Mann, hier sind so arsch viele, das gibt's gar nicht. Das sind mir viel zu viele hier. Okay, da haben mich welche entdeckt. Ich demonstriere euch das gerade mal anhand von dem da. Und anhand von dem da. Und anhand von dem da. Seht ihr, ist das nicht wunderschön? Oh scheiße, die überleben das ja. Scheiße! Fuck! Warum überleben die das, wenn man die ins Loch wirft? Oh, weg hier! Warum hast du das einfach so gemacht, Daniel? Warum tust du das? Ich hab's den Leuten immer demonstriert. Die Typen sind nicht gestorben, aber ich hab den Leuten demonstriert, wie es aussieht, wenn man Leute in dieses Loch wirft. So. Jetzt auf nach Akon. Ich hab genug von der Zwischenwelt. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Boah, benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt in bewachte Bereiche zu gelangen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Tut das nicht noch einmal verstanden. Macht es nicht nur einmal, Mann. Und jetzt seht ihr den unspektakulärsten Stadtanfang von allen dreien. Voll unspektakulär. Es ist wirklich, man sieht die Stadt überhaupt nicht von oben. Ist total dämlich. So, es wird Zeit, unschuldige Bürger zu retten. Hey, ihr kommt mir bekannt vor. Aus dem Weg. Will ich verarschen? Irgendwie sehen hier die Tempelritter so ein bisschen aus wie Franck Ribéry. Ey. Na los, komm her, du Arschgurke. Ja. Oh, hört auf Französisch zu reden, ihr scheiß Franzhacken. Ah. Dass du gerade eben Templer geschrieben hast, war übrigens eine Unglückssituation für mich. Weil genau nachdem du es geschrieben hast, hat der Templer mich umgebracht. Asoziale Sau. Na, los, komm doch. Tag, Junge. Du auch noch? Noch einer, der aufs Maul wird. Mit dem Messer ist der Kampf am Raum. Was? Dumme KI! Wieso? Er legt sich einfach so in seiner zweiten Mainphase. Ja, er aktiviert Überläufer, holt sich mein Monster. Wow! Das hat ihm so viel gebracht. Ich möchte, dass du mir dieses Spiel genauer erklärst. Das werde ich euch nie vergessen. Ja, kommt ja noch. Das ist ein böses Omen. Ein böses Omen. Was, ein böses Omen? Das ist ein böses Omen. Also, hat der Typ gerade gesagt im Spiel. Wer hat das getan? Ich weiß nicht, wer das getan hat. Vielleicht dieser Priester da. Er war es bestimmt. Unter den Priestern kommt die Assassinentarnung noch am glaubwürdigsten rüber. Weil die wirklich so Kapuzen auch aufhaben. Aber die anderen haben ja nicht mal Kapuzen auf. Ich frag mich, wie ich dann durch die Stadttore komme.
Oh, jetzt geh da weg, du fetter Bandit. Verpiss dich. Du machst meine Tarnung kaputt. So. Gehen wir wieder schön in Formation, Jungs. Und auf durch die Stadttore. Und los geht's. Oh, fail. Erstmal die Priester, die mich hier reingebracht haben, umschubsen. Weil ich das als neue Fähigkeit gelernt habe und ich feiere das. Aus dem Weg. Hier! Hier! Oh no! Ihr habt hier nichts zu suchen. Deine Mutter hat hier nichts zu suchen, Alter. Schau, wie ich von unten herab auf die Stadt blicke. Von oben herab. Von oben, meine ich. Was? Ein Assassine? Ich bin kein Assassine. Das halte ich für ein Gerücht. Ah. Du bist kein Assassine, du bist Schweinebärmann. Ich bin Mr. Kuhman, Mr. Kuhman. Halb Mensch, halb Tier, halb Superheld. Hey, halb Mensch, halb Tier, halb Superheld. Zack, zack, spürt mein Messer. Das ist jetzt meine neue Ultrawaffe. Scheiß auf die Schwerter. Braucht doch kein Mensch. Was heißt die Schwerter? Es ist ja nur ein Schwert. Oh, eine Lauschen-Mission. Lauschen? Dann werde ich doch direkt mal lauschen. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein, ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Ich weiß gar nicht, um wen es hier überhaupt geht. Ah, ja, ja, dieser Psychiatrie-Doktor, genau. Das ist auch so ein übelster Psycho. Sollte sich mal selbst einweisen. Ich hasse das, wenn die mich zurückschubsen. Verdammt. Stepp. Einfach. Alle. Lass dich jetzt auf die Power zu schubsen. Ich hab meine Dolche der Verdammnis. Ja. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass die Deutsche besser sind als die Schwerte. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so scheiße wie ihr. Ja, ist gut. Ja, Alibaba. So. Also ist ja gar nicht Alibaba, ich bin ja jetzt in Akkon. So, weiter geht's. Akkon ist echt so abgefuckt, das gibt's gar nicht. Die haben hier Leichen am Straßenrand liegen. Du bist auch so ein Bauer, Alter. Danke. Nein, ich meine ich doch nicht. Du sagst ja auch nichts. Mit dir rede ich nicht, nö. Mit mir redest du nicht, ne? Fick dich. Geh weg. Wenn du nicht mit mir redest, rede ich ja nicht mit dir. Ich hab schließlich deine Mutter beleidigt. Ah. Was zur Hölle war das denn? Oh! Scheiße. Was war das denn jetzt gerade? Ich schub's den Typ gegen die Wand, kommt dann 10 Milliarden mal dieser Schrei und wenn man einen gegen die... Oh! Der Typ will mich fertig machen. Will er das? Ja. Verpiss dich! So, jetzt. Jetzt probiere ich aus, ob man die Typen da runterschubsen kann. Was? Geht nicht. Doch, es geht.
Du hast recht gehabt. Man kann die Typen tatsächlich darunter schubsen. Aber es ist umständlicher, als wenn man sie einfach umbringt. Also, ne? Okay. Die erste Schicht übernimmt Denzel und Niles. Okay. Das war eine Insider. So, so, so. Gehen wir weiter durch die schönen Gassen dieser wunderschönen Stadt. Die sieht so einladend aus. Yay. Was tut er bloß? Willst du wissen, was ich tue? Ich ficke deine Mutter, Junge. Ich bin ein echter Babo. Das will ich sehen, wie du mich niederstreckst, Arschgesicht. Ja, hier sehen die Türme wenigstens mal ein bisschen anders aus, mal ein bisschen Abwechslung. Die haben eine ganz andere Architektur, zum Glück. Ich hatte jetzt auch genug von diesen Türkei-Gebäuden. Okay, das war jetzt irgendwie rassistisch. Von diesen islamischen Gebäuden, genau, das ist besser. Wüstengebäuden ist noch besser. Okay, wo als nächstes hin? Ich mache am besten jetzt direkt... Nein, mache ich nicht. Ich rette jetzt zuerst diesen Bürger da vorne. Tu das. Ich werde es auch tun. Du wirst mich nicht davon abhalten können. Nein! Die Tussis mit den Münzen. Ich hasse es! Fuck! Hure! Spüre den Zorn Gottes! Ich muss wirklich mit solchen Worten um dich werfen. Das hat der zu mir gesagt. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ja, mit dir wollte ich aber nichts anstellen, du. Jetzt mal weg hier. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, viel Spaß. Ah, ja, ist gut. So, ich mache jetzt die Informanten-Herausforderung. Die habe ich nämlich noch nie gemacht, eine Informanten-Herausforderung. Da wüsste ich jetzt gerne mal, was das ist. Die ist hier in der Ecke. Ich meine, die gab's auf der PlayStation nicht. So, was hast du? Altair. Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. Okay. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet... Ich bin hier in Akkon. Ja. Seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ja. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Selbstverständlich. Ich soll einen Kreuzritter eliminieren. Das ist doch mal eine Mission, die ich mag. Genau so muss das. So muss das. Solche Missionen braucht dieses Spiel. Ich schleiche mich einfach unauffällig von hinten an und bring ihn um. Oh, das war der gar nicht. Scheiße. Oh, shit. Das war ein anderer Templer.